Moin Schiffs, willkommen zurück zur Nuzlocke. Und diesmal habe ich wieder einen Gast dabei. Nämlich mich, Entenmann. Ja, der ist cool. Erzähl die Story. Es war so gewesen, der Matti hat mich gefragt, ob ich mal bei Pokémon dabei sein möchte. Und ja, dann habe ich gesagt, bin ich dabei. Und jetzt bin ich dabei. Wunderschön. So, was machen wir denn heute? Ich habe dich gar nicht eingeweiht, was wir machen. Aber es Doch. Du hast ja gesagt, der Pyro muss jetzt gerade mal gebatscht werden. Ja, das mit Quiz, ne? Genau. Das ist voll geil. Ich weiß aber gerade nicht, bei welchem Levelbereich die Pokémon von Pyro so sind. Könntest du das eben nachgucken? Natürlich, ich... Mit Action ist hier. Ja, muss Action. Ja. Dann ich tausche hier so lange rum, bis das passt, wie ich das haben möchte. So, ja, ich muss gerade mein Gameboy einschalten und nachgucken. Du weißt ja, das dauert immer ein bisschen. Ja, das ist normal. Hast du noch ein Gameboy? Ja, ich bin doch so ein Sammelfuzzi. Ich habe die eigentlich alle. Oh, geil. Also, was heißt eigentlich alle? Ja, ich habe sie alle. Wunderschön. Ich glaube, ich habe die zu Hause irgendwo auf dem Dachboden. Ich denke auch nicht, dass sie noch funktionieren. Obwohl, eigentlich sind die Dinger ja auch unkaputtbar, ne? Ja. Ich habe übrigens nie verstanden, warum hier überall alle Leute schon drin sind. Ich muss jetzt erstmal ganz umständlich da irgendeinen Schlüssel suchen. Und dann darf ich da rein. Und jetzt ist alles schon voll. Alle da. Warum ist das? Ja, die sind Angestellte, die werden bezahlt dafür, dass sie da rumstehen. Haben die da Essen drin oder waren das eigentlich mehr und die sind dann so ein bisschen kannibalistisch geworden? Ich werde es niemals wissen. Naja, jedenfalls laut dem omnipotenten Wissen haben die Pokémon Level 40, 42, 42 und 47. Das dürfte ja einen richtig interessanten werden sogar. Ah ja. Ja, es ist mir ein bisschen heiß, aber das kriegen wir hin. Naja, was ich gerade noch sagen wollte, hier den original grauen Kasten-Gameboy habe ich sogar auch noch so richtig von früher, als ich noch klein war. Da hatte ich ihn sogar mal bekommen. Den habe ich auch irgendwo... Nee, meine Mutter hatte immer so einen und ich habe dann irgendwann so einen richtig geilen, so durchsichtigen. Kennst du die noch? Na klar, meine Mutter hatte den auch sogar. Das ist so cool. Da konnte ich dann hier Link's Awakening konnte ich da drauf spielen. Damals für mich war das noch Link's Awakening. Also, warte mal, soll ich mit dem schon reden? Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Scheiße, jetzt muss ich ja schon gegen den kämpfen. Entenmann. Hast du super gemacht, Mensch. Hättest du mal auf mich gehört. Ich müsste mal das Rätsel machen hier. Ralf! Ach, du kannst es wieder sehen. Ja, ich habe jetzt ungefähr 3 Frames in einer Sekunde. Ich muss dem Entenmann immer erklären, was da passiert. Wir haben schon gesagt, das ist diesmal für Blinde. Ja. Und das ist einfach so. So, ich mache jetzt Fickpogel und ich greife Maskeregen mit Bohrschnabel an. Freu dich schon auf den Moment, wo ich sage, so, der Gegner ist wieder Koga und der bringt mich um. Ralf! Nur mal zum Abgleichen, auf welchem Level waren die von Koga? Eine Sekunde. Wahrscheinlich schon wieder 10 Level drüber. Das ist, so wie wir da kassiert haben. Und das ist jetzt nicht so cool, dass er hier rumwalzt, ne? Das hätte sich auch mal sparen können. Voll die Idee jetzt. Jetzt macht er das nämlich nochmal und jetzt geht das daneben. Guck mal, ich bin voll klug. Ich bin so ein richtig schlauen. Einen gewitzten. Ja, hier, Koga hatte Level 37, 39, 37, 43. Ach du Scheiße, und das 43er, das war glaube ich dieses Mindfuck-Ding, ne? Das hat uns richtig umgebumst. Und dann gab es ja noch Gronkh, der war richtig heftig drauf. Und wie Scully es auch provoziert hat, dass mindestens einer davon stirbt. Ja. Da blieb echt kein Auge trocken. Nee. Hat aber immer noch weniger Views als der Part mit Bruger. Das ist ein bisschen schade. Aber eigentlich auch gut. Oh, wir kriegen hier richtig satt Erfahrungen. Das ist super. Okay, was war denn die Frage gewesen? Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Das wäre voll das geile Dings gewesen, wenn man nicht hätte in die Pokémon-Center-Geschichte da rein spazieren können. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Dann sagst du, ja, ist alles falsch, egal, hab geprügelt, gehen wir wieder zurück und dann gehen wir wieder rein. Gab's das nicht bei X und Y irgendwann, dass du da auch so ein Quiz-Ding haben musstest? Bei diesem iPhone? So weit habe ich noch nicht gespielt. Nicht? Nee. Oh, Entenmann. Ich bin im Schlimmen. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu Safcon? Ja. Was, wenn wir jetzt Nein drücken, müssen wir dann nochmal? Falsch, so ein Pech. Hi. Ich kann nicht aufhören, anderen Leuten Pokémon zu stehlen.
aus seinen Haaren. Und dann klappt er mal an. Oh ja. Yeah. Ich bin froh, dass ich mit dem eigentlich keinen Kontakt habe. Aber wir kriegen hier schon so ein bisschen auf die Fresse, ne? So ist ja nicht. Jetzt schaue ich erstmal, wie viele Sachen wir so mit haben. Hast du den EP-Teil eigentlich schon geholt? Vorsicht jetzt. Nee, wo ist der denn? Erzähl mal. Unten rechts. Ach so, hier? Genau. Ist er aber nicht. Ja, da musst du fester gucken. Ich streng mich gerade total an. Ah! Dann bist du einfach nur blöd. Nee. Oder blind auf beiden Augen. Ja, bin ich. Bin Andreas. Nee, ich bin die andere. Weiß eigentlich irgendjemand noch, wie die hieß? Andrea und Andreas? Ja. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ironie des Schicksals. Das hast du jetzt ausgedacht, Entenmann. Ich bin mir zu 75% sicher, dass die so hieß. 75%. Ja, die Zahl habe ich gerade aus der Luft gegriffen. 83%. So, jetzt nehmen wir mal ein paar Tränke hier mit, damit wir was zum Saufen haben hier. Ja, mal schön Gerstenmaß zusammenbrauen. Das heißt ja eigentlich Gerstenmaß, ne, hab ich gesagt. Ja, genau. Oh, diese schöne Geburtstagsfeier bei der Katze. Da hab ich, dass wir jetzt immer wieder drauf zurückkommen, ist wirklich sehr erschreckend. Ja, aber das war jetzt nicht die Geburtstagsfeier, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal klären, mit den Kirschlikör-Dingern da an der Zapfanlage für die Kühe. Das ist Fipsis Geburtstag. Das kommt noch. Ja, hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber das wollen wir machen. Wir wollen da so schön 4 Flaschen Kirschlikör in so eine Zapfanlage für Kühe reinpacken und dann richtig schön Druckbetankung. Bist du dabei? Ich denke schon. Super. Wann ist es denn? Weiß ich nicht. Sollen wir mit dem kämpfen hier? Wer kommt eigentlich auf uns zu, wenn wir hier falsch machen? Pass auf jetzt. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtig? Ja, ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein. Nee, es gibt ja mittlerweile so an die 36. Ja. Aber dann gibt es ja auch 9. Ja, aber 9 ist ja auch nicht die richtige Zahl. Der ist aber egal, es gibt 9. Es gibt mindestens 9, deswegen ist richtig. Ja, 9 ist aber nicht die exakte Zahl. Darum geht's hier doch nicht. Da steht doch nur, wenn er jetzt stehen will, gibt es exakt 9 offizielle Pokémon-Orden. Würde ich sagen, jo, hast recht. Aber so? Pass auf jetzt. Was? Du hast keine Chance, ich bin Profi. Die haben einfach alle keine Ahnung hier. Na gut, jedenfalls die Auflösung zu meiner Frage von vorhin. Das ist natürlich an Silvester. Ja. Dann ist aber Spaß an Silvester. Ja. Da wird auch Raclette gemacht. Und SingStar gespielt. Und gegrillt. Oh ja. Das muss ich jetzt auch noch loswerden. Wir haben gerade noch diese Diskussion gehabt. Wir wollen ja eigentlich Sauna. Silvester. Aber Mulibert hat gesagt, die gibt es nicht. Die haben keine Sauna. Na, was ist Mulibert eigentlich für ein schlechter Finne? Ehrlich. Ich habe gedacht, wenn das schon ein Ferienhaus ist und da ein See in der Nähe ist, dann muss es auch eine Sauna sein. Aber das soll natürlich nicht daran hindern, nackt in den See zu springen. Nee. Oder uns nackt nur mit dem Handtuch in Fipsis Wohnzimmer zu setzen. Das ist auch. Haben wir schon gesagt, Dann lassen wir einfach die Rechner so ein bisschen laufen und ich habe gerade ein bisschen warm. Schiss vor Arctos. Ja, Tabasco bringt. Pass auf, der macht das jetzt. Fräulein Barbara. Die Jungs. Die hole ich mir jetzt. Jetzt macht der nämlich hier so einen Blödsinn. Guck mal, das bringt gar nichts. Voll der Hippie. Zieht sich jetzt erstmal einen durch. Der kann ja zwischen seinen komischen Brustfedern, da kann er ja richtig was verstecken. Oh Gott. Wenn der jetzt auch noch schlau kämpfen würde, hätte ich ja ein Problem, ne? Macht er aber nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Arctos vor Level 47 überhaupt keine Angriffattacken lernt. Das kann auch sein. So wie bei Tabasco, der kann ja auch nur Glut und jetzt hat er erst letzte Woche erlernt. Wow, sie werden so schnell erwachsen. Oh Gott, was war das denn nochmal? Die Weltra, ja. Boden, Flugboden, Boden. Ja, was hast du so im Arsenal, was man dagegen benutzen könnte? Ich hätte theoretisch Amazing, aber Fancy ist... Wenn der jetzt eine heftige Drachenattacke loslässt und Fancy dann das Zeitliche segnet, dann bist du schuld. Ja, dann... Aber, wir können ja mal kurz das schlaue Buch fragen, was denn Libeldra für einen Typ hat als zweiten Typ. Der müsste Boden sein, wenn ich. Aber Amazing könnte. Glaube ich auch, wegen Knackleon und sowas. Ist ja alles so ein Boden. Ja, aber das kann doch auch fliegen. Ja, Boden und Drache sind es jetzt, okay. Was, echt? Wieso kann das fliegen, wenn das Boden und Drache ist? Das ist Schwebe. Sag mal. Boden, Drachen, Schwebe? Was? Ja, nee, dann mach mal Amazing und wasch das einfach mit ein bisschen
Warte kurz, Amazing, ist das auch Drache? Das ist auch Drache. Ja, das ist ja voll doof. Deswegen, Eis ist so ein bisschen meine Achillesferse. Wir könnten nicht Eis, sondern Drache ist so ein bisschen... Ich glaube, Libreldra, das ist so ein bisschen der Teamkiller. Was, wenn wir Fickpogel benutzen? Ja, Fickpogel, da kannst du den auch gleich mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen. Dann nehmen wir Fancy, komm, der schafft das. Ach, warte kurz. Oh, ach Quatsch, Boden ist egal. Na, Fancy. Fancy hat einfach mal 100.000 Level mehr. Finte. Ja, also es könnte sein, dass die Libreldra Feuer odem kann. Das wäre halt nicht so geil, weil das ja, ein Drache ist. Guck mal, jetzt das hier. Das ist doch ja billig. Ja, kann und Schitztier. Steinhagel wäre halt nicht so geil für einen Pickvogel. Fickvogel. Ich mach das auch immer wieder falsch. Guck mal hier, so geht das. Weg mit dem Vieh. Ja, hier, das ist genau wie mit den Frühstücksrollen. Die Frühstücksrollen? Ich krieg's nie gebacken, Frühlingsrolle zu sagen. Ach so. Da müssen das ist ja das Lieblingsgericht von Aden, nein, ne? Frühstücksrollen. Ah, verdammt. Ja. Aber der isst sie ja auch zum Frühstück, deswegen stimmt das ja. Ja, das... Er schiebt sich hier gerne mal rein, wie er es immer nennt. Aber auch mehrere, ne? Und manchmal müssen wir zugucken. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Sin City. Dieser eine Kevin, kennst du den noch? Hast du den Film gesehen? Nö. Schade. Der sah aus wie Captain Black erstmal. Wurde von Elijah Wood gespielt und das war irgendwie so ein Vegetarier, nennt man das nicht, sondern Kannibale, genau. Und ach, der hat den, feiner Unterschied, oder? Ein bisschen. Der hat dann immer so Frauen entführt und hat die dann gegessen und die mussten zusehen. Netter Kerl, eigentlich. Aber der hat auch, glaube ich, mit zu Krallen gekämpft. Also der hat sich so eine halbe Woche da die Fingernägel nicht geschnitten. Und dann ging das los. Unglaublich. Ist Granbull eigentlich mittlerweile ein Feen-Pokémon? Snubbull ist, glaube ich, ein Feen-Pokémon. Also Granbull vielleicht auch. Wenn du dir mal so vorstellst, wie eine Fee aussieht, ne? So? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Ach, okay, es ist nur noch Typ Fee sogar. Ach du Scheiße. Das ist dann eher so eine Knödelfee dann, ne? Genau, das ist so wie die Fee bei Link to the Past, die dir dann ja das letzte Schwert gibt, eine Silberpfeile. Dass sie die meiste Power hat, ist ja auch normal, ne? Die hat ja genug Platz dafür. Viel Platz für Magie. Die fand ich immer so ein bisschen... Die hat auch so eine Nase gehabt, ne? Ach, die mit der Nase meinst du? Ja, stimmt. Die hat so eine richtig dicke Knödelnase gehabt. Ja, jetzt wo du sagst. Und die sah aus wie so ein Sicherheitsstecker, finde ich. Ja, die können uns doch hier alle nichts. Obwohl ich glaube, dass Pyro uns nochmal richtig schön einen drauf einheizen wird. Ja. Wenn er die richtigen Pokémon dabei hat, muss man erstmal sagen. So. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Chimär, ja. Das hat sich nicht geändert. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Nein. Doch, warte. Zu Quapuzzi, zu Quappo und zu Quaxo. Ja, aber nicht dreimal in Folge. Ja, das steht da nicht. Das steht nicht dreimal ja, in Folge. Stimmt. Wirklich dreimal insgesamt. So. Ja? Was ist... Oh! Haben die eigentlich nie Pokémon gespielt, die das, dieses Spiel haben gemacht die echt haben? Nicht. Haben die wirklich nicht. Die haben echt alle keine Ahnung. Das ist eine Baustelle für Vollidioten hier. Jetzt kommt doch dieser Ernie und meint, Boris. Ich schätze voll liebe Feuer-Pokémon ein. Und was benutzt er? Heißes Feuer-Pokémon. Panzer-Aeron. Oh. Alle keine Ahnung von nichts. Ja, die sind alle besoffen hier. Wie kriegen wir das denn kaputt? Ich glaube, da ziehen wir mal wieder eine Bierbüchse auf hier. Ja, du brauchst da aber schon ein Feuer, ne? Nee. Brauche ich nicht. Ich schaff die Bierbüchse auch. Guck mal hier, nicht sehr effektiv. Und ab geht's. Wie jetzt? Döner. Döner ist heute nicht. Na. Also, Bierbüchse ist auch so ein bisschen wie auf EV trainiert, ne? Inwiefern? Das ist schon starken, glaube ich. Ach so, ja, hast du bestimmt wieder voll hier Pro trainiert. Habe ich hier voll editiert alles. Dass man einfach mal mit einem Level Up so 15 Punkte dazu kriegt.